Wie wird eine G469 B3-Prüfung mit einem Smart Memo durchgeführt? Wir haben hier unseren Kompaktkompressor KK60, der angeschlossen ist an unserem Prüfkörper Heinz. Bei der Rohrleitung handelt es sich um eine PE-Leitung, Außendurchmesser 225, SDR11. Wir wählen im Hauptmenü den Punkt B3 Verteilleitung G469 aus. Zunächst einmal werden die Rohrdaten ins Gerät eingegeben. Wir haben einen Innendurchmesser von 184 mm. Und eine Länge von 18 Metern. Es können bis zu 3 unterschiedliche Rohrabschnitte ins Gerät eingegeben werden. Wir haben einen Mob von 1 Bar. Die Leitung ist eingeerdet. Die Beruhigungszeit dauert 3 Stunden und die Prüfzeit 30 Minuten. Mit F2 gelangen wir zum nächsten Punkt. Zusammenfassung: Hier können wir die eingegebenen Daten noch einmal überprüfen. Wir setzen den Nullpunkt und anschließend erfolgt die Druckaufgabe mit dem KK60. Durch das Piepen signalisiert das Gerät, dass der Prüfdruck von 3 Bar erreicht wurde. Nun gehen wir über in die Beruhigungsphase von 3 Stunden. Nach der 3-stündigen Beruhigungsphase gelangen wir automatisch in die Prüfphase. Hier wird der Druck angezeigt, der Startdruck, der Druckabfall und die Restdauer. Durch Weiterblättern mit F1 sehen wir die Anzeige Druckabfall je Stunde. Durch nochmaliges Weiterblättern sehen wir die Druckkurve in der Prüfphase. Der Druckabfall beträgt 8 Millibar. Man sieht eine kleine fallende Tendenz in der Kurve, jedoch wird es die Prüfung bestehen. Der Startdruck war 2939 Millibar und der Enddruck ist 2931 Millibar. Dadurch haben wir einen Druckabfall von 8 Millibar bei einem zulässigen Druckabfall von 50 Millibar. Somit wurde die Prüfung erfolgreich bestanden.